Schmusbier. Sie ist dafür, wie war dein Name? Sie ist dafür Anni Lüdemann, die leider krank geworden ist. Sie wird nur für sie vertreten. Und zwar, sie ist ihr Coach. Also der man kann auch bei Tieren, man kann viel lernen, also Tieren, meine Damen und Herren. Was genau hast du jetzt von Anni mitgebracht? Ja. Anni wird Gedichte verschenken, meine Damen und Herren. Sie wird sie lesen und verschenken und von diesem Balkon abseilen. In der Bücherstraße 20. Am 15. Juni. Banane. Ich habe weiß nicht. Das heißt, du verschenkst jetzt ein Gedicht. An jemanden, suchst du dir jemanden aus oder muss ich jemanden melden? An den schönsten Mann im Publikum, alles klar. Jetzt bin ich gespannt. Wir machen erstmal ganz kurz einen Test. Wer glaubt denn, er sei der schönste Mann im Publikum? Wir haben relativ keine Meldung, dann darfst du entscheiden. Der Friseur, ja, das stimmt. Der hat auch der, ich weiß es nicht. Es ist halt, also ich meine, das Ding ist, der schönste Mann muss halt sehr viele Haare haben in diesem Fall. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass er. Sympathisch soll er auch sein. Wer ist denn der sympathischste, schönste Mann im Publikum? Er ist 14, 13? Er ist 9. Er hat noch dieses Jugendliche, dieses schöne Faltenlos, das stimmt. Deswegen, nein, nicht du. Er ist noch unschuldig. Es muss auch jemand sein, der von der Liebe und so. Wer kennt denn sich mit Liebe aus? Wer ist denn verheiratet? Alles klar, da haben wir, das ist auf jeden Fall, der ist auch, das Moment mal, warte mal kurz, Moment mal. Liebe und heiraten, du meinst das mit zusammen, oder was? Also ich bin da immer von ausgegangen, ich weiß nicht, ich habe noch nie geheiratet, aber hast du jemanden ausgesucht, wer ist der schönste Mann? Ich würde sagen, das sind, also wenn es nach meinem Geschmack geht, er sieht aus, als könnte er mich beschützen, tatsächlich. Und ich mag sowas. Groß, breit, stark. Am besten gehst du da hinten, er hat zwar keine Haare auf dem Kopf, aber umso mehr. Das ist das Gedicht. Das ist original von Anni Lüdemann. Und das übergibst du jetzt. Okay, meine Damen und Herren, in Abwesenheit bin ich auch einen fantastischen Applaus für die Verschenkung dieses Gedichtes. Ein großer Applaus für Anni Lüdemann. Die Putzfrauen mit auf die Bühne. Die Putzfrauen.